Und hier ist jetzt eine neue Glücksradrunde. Woran erkennt man den erfahrenen Glücksrad-Fan? Daran, dass er oder sie auf die Sekunde genau weiß, wann die Kamera 3 auf große Zuschauerfahrt geht. Und das passiert ja jetzt mal wieder, damit auch alle, wirklich alle richtig im Bilde sind. Herzlich willkommen im Glücksradstudio an der Berliner Hafenchaussee. Und jetzt Augen auf und natürlich auch die Ohren für die fantastischen Preise, die das Glücksrad heute seinen Kandidaten zu bieten hat. Es handelt sich nach wie vor um das wertvollste und attraktivste Gewinnangebot auf deutschen Fernsehschirmen. Und zwar heute im Gesamtwert von 86.960 D-Mark. Zum Beispiel hier die Revolution unter den Dampfbügelautomaten. Der Aquaglis von Tefal, der erste Dampfbügelautomat mit integriertem Anti-Kalksystem. Verhindert vorzeitiges Verkalken, Leitungswasser geeignet mit kratzfester und wäscheschonender Duralium-Bügelsohle und super Dampfstoß. Aquaglis, die sensationelle Neuheit von Tefal, der Wert 120 D-Mark. Das absolute Skiset für den sportlichen Fahrer, Atomic A-Keramik mit Atomic Wartrend C2 sowie passendem Stock. Außerdem dabei Kopflach Trend 325, ein sportiver Vierschnaller mit exakter Passform. Skistock, Bindung, Ski, alles passt perfekt zusammen. Atomic for Sport, der Wert des Sets beträgt 800 D-Mark. Und das ist unser heutiger Hauptpreis, ein Supergewinn, der es wirklich in sich hat, nämlich alle Elektrogeräte, die Sie in einer kompletten Kücheneinrichtung brauchen. Ob Eiche, Fichte oder ob im zeitlosen Weiß, diese Komplettausstattung von Nieburg wird individuell und millimetergenau in die Küche des glücklichen Gewinners eingepasst. Eine Nieburg-Küche im Gesamtwert von 20.000 D-Mark. Das war's erstmal von mir. Mehr sagt Ihnen Frederik Meissner. Dankeschön. Danke dir, Holger. Schönen guten Abend. Dankeschön hier im Studio. Ja, ich heiße Frederik Meissner, bin 37 Jahre, bin Moderator und habe jetzt am Wochenende 10,50 Mark beim Lotto gewonnen. Tja, blindes Huhn findet auch mal ein Korn, meine Damen und Herren. Aber das ist nichts gegen das, was wir hier bieten können, nämlich knapp 87.000 Mark können wir unseren Kandidaten hier bieten. Viel Vergnügen und viel Spaß wünsche ich bei der heutigen Sendung. Ich habe hier eine Schulklasse, die wollen hier jemand grüßen. Wen haben wir denn hier? Wer bist du denn? Andreas Kral aus Hennigsdorf. Ja, wie viel seid ihr denn hier? Sind 21 mit unseren Lehrerin. Mit, wie heißt die Lehrerin? Frau Meier. Frau Meier, was unterrichtet die? Mathematik und Geografie. Wie bist du da drin? Gut, ja? Ja, einigermaßen. Hört sich in Grenzen. Okay, ich wünsche dir viel Spaß. Meine Damen und Herren, wenn Sie auch mal dabei sein wollen, das ist eigentlich ganz einfach, dann rufen Sie doch mal die Nummer 040 30 20 3 mal D1, da können Sie sich ein Plätzchen reservieren lassen und vielleicht begrüße ich Sie demnächst als unseren Publikumskandidaten. Tja, was trägt denn die modebewusste Dame im Frühjahr? Da fragen wir doch mal Maren Gilzer, die kann uns beantworten. Maren Gilzer, bitte sehr. Und drei Kandidaten haben wir natürlich auch heute wieder. Uns heißen Eleonore, Heinz und Ursula. Bitte sehr. Schönen guten Abend, alle drei zusammen. Eleonore Bürkel, Sie kommen aus Köln, sind Hausfrau und haben zwei erwachsene Kinder. Ja. Und Sie halten sich fit mit Sport. Was machen Sie denn da alles so? Ja, bisschen Radfahren, bisschen Schwimmen, bisschen Aerobic, was so anliegt. Und Sie lernen zusammen noch Sprachen, haben Sie mir erzählt? Ja, so ein bisschen was tue ich wieder für Französisch und Spanisch. Mhm. Im Englischen geht es ganz gut und da muss man halt sich mal auf dem Laufenden halten. Ich habe das vernachlässigt. Und Sie haben einen ganz lustigen Fable, Sie sammeln Frösche. Wie sind Sie denn da drauf gekommen, Eleonore? Mein Mann und ich, wir haben uns durch einen Froschwitz kennengelernt. Das fand ich also so originell und seitdem, ich habe also da einen Frosch, nur so ein kleines am Hals. Und aber keine im Hals. Im Hals Eleonore, wie war denn der Witz? Können Sie sich noch daran erinnern? Ja, das war also so ein ganz dicker Breitmaulfrosch und der hüpfte so von Ast zu Ast, vielmehr von Stein zu Stein an einem Teich und sagte, oh, ich bin ein Breitmaulfrosch und zog den Mund so breit. Und dann kam ein Storch und dann sagte er, was willst du denn hier? Ja, ich suche Breitmaulfrösche. Und da sagt der Breitmaulfrosch, die gibt's hier nicht. So haben Sie sich kennengelernt, Eleonore. Ja. Viel Spaß wünsche ich am heutigen Abend. Ich begrüße den Heinz Wurach, kommt aus Starnberg und ist selbstständig in der Elektronikbranche. Heinz, Sie sind sehr gesellig und Sie reisen auch sehr viel. Ja. Wo geht es denn überall hin bei Ihnen, Heinz? Sehr gerne ein Länder, also doch ein bisschen weiter entfernt, Südamerika, Asien, Philippinen, Fernost, also ist mein,
möchte sagen, mein Hauptgebiet, ja, wo ich sehr gerne mich. Wo soll es als nächstes hingehen, Heinz? Ich möchte gerne nach Sri Lanka, ja, einmal und Bali, das, vielleicht sogar Bali. Das, ja, unternehmen Sie da so Studienreisen oder wie, ja, läuft das? Ja, es sind Teil Studienreisen, dass ich mich vorher selbst informiere, teilweise, ja, einfach auch schon organisiert das mir ansehe. Gut, Heinz, hört sich alles prima an. Heute gibt es zwar keine Reise zu gewinnen, aber eine schöne Küche am Schluss der Sendung. Ich begrüße Ursula Pawlowski. Sie kommen aus Pein, ist unsere heutige Saalkandidatin. Das ist in der Nähe, also in Niedersachsen ist das. Und Sie sind Beamtin und Sie haben ein recht langwieriges Hobby. Sie knüpfen Teppiche. Mhm. Wie lange knüpfen Sie dann so einem, beispielsweise 2 Meter auf 80 Zentimeter? Wie lange über knüpfen einen Sie Winter, da? Einen Winter lang. So einen Winter. Mhm. Und was machen Sie dann mit diesen Teppichen? Verschenken Sie die? Nein, die behalte ich selbst. Die liegen alle zu Hause bei Ihnen in der Wohnung? Ja. Haben Sie da irgendwelche Vorgaben, Muster oder wie kommt das alles so aus dem Kopf? Nein, nicht alles. Also meistens Vorgaben, aber manchmal auch schon selbst. Aha. Ursula, wünsche Ihnen gutes Gelingen am heutigen Abend. Bevor wir beginnen, meine Damen und Herren, hier ist er wieder, unser heutiger Partner. Bitte sehr. Piraten! Captain Iglo! Weltkanonenschüsse krachen, wilde Piraten gierig lachen, entern sie das Schiff und schreien laut Gold oder Leben. Gib mir euer Gold! Gib alle euer Gold her! Hey, gib mir all dein Gold! Da ist es schon. Probier mal. Meine knusprigen Fischstäbchen aus saftigem Seelachsfilet sind goldrichtig für alle, die groß und stark werden wollen. Hurra! Einen schönen Feierabend wünscht unser heutiger Werbepartner, meine Damen und Herren. Und beginnen wollen wir mit dem roten Dreieck. 30 Preise warten darauf unsere drei Kandidaten und 1000 Mark bieten wir als Höchstbetrag hier an in der ersten Runde. Und ein Worträtsel haben wir in der ersten Runde und das kommt aus dem Bereich Ereignis. Eleonore, Sie dürfen beginnen. Danke. Sind Sie doch so freundlich. Eleonore, versuchen Sie Ihr Glück hier am Rad. Wir können einiges bieten. Heute geht es um 87.000 Mark und Sie kommen auf die 200. Ich hätte gerne ein R wie Richard. Ein R hätten Sie gerne. Bitte sehr. Das hat uns die Maren hier zweimal umgedreht. Und Sie beginnen gleich mit den ersten 400 Mark, was wir auch schon gut geschrieben haben. Und Sie kommen auf die 750. Dann hätte ich gerne ein N wie Nordpol. Ein N wie Nordpol. Bitte sehr. Eleonore, schon summiert sich das Ganze auf 1.150 Mark in der ersten Runde und Sie gehen in diesem Moment leider bankrott. Heinz, somit sind Sie an der Reihe. Drei Konsonanten hat die Eleonore erraten für dieses Ereignis in der ersten Runde. Was erdrehen Sie sich, 600? Ein S wie Siegfried. Ein S wünschen Sie sich. Das dreht uns die Maren zweimal um. 1.200 Mark, Heinz. Wie geht es mit Ihnen weiter? Wollen Sie drehen? Versuchen Sie Ihr Glück nach wie vor. In der ersten Runde sind Sie dran und 1.000 Mark ist der Höchstbetrag. Und klappt es bei Ihnen? Jawohl, 350. T wie Theodor. Ein T wie Theodor. Ja. Ein T wie Theodor, das ist einmal vorhanden. Heinz, was machen Sie? Drehen Sie nochmal. Ja. Wir haben einmal Aussetzen, einmal Bankrott und einen Extra-Dreh, aber dafür 1.000 Mark als Höchstbetrag. Ein H wie Heinrich. Ein H wie Heinrich setzen Sie ein für 750. Da bleibt die Maren stehen, somit ist die Ursula an der Reihe. Ursula. Die zwei Mitstreiter haben gut vorgelegt. Ja. Wie geht es mit dem Lampenfieber, Ursula? Ist auszuhalten? Ja, ist auszuhalten. Einmal kräftig durchatmen, was setzen Sie ein für 900? Ein F. Ein F hätten Sie gerne, Friedrich. Bitte, schreiben wir noch 900 Mark gut bei Ihnen. Ursula. Geschichtliches Zeitgeschehen. Könnte es sein, dieses Wort dreht in der ersten Runde und Sie setzen jetzt in diesem Moment aus. Somit ist Eleonore wieder dran. Eleonore, sind wir auf Null, nachdem Sie vor bankrott gegangen sind? Wir werden sehen. Schauen Sie doch mal, 400 haben Sie. Wunderbar, ein M wie Martha. Ein M hätten Sie gerne, bitte sehr. Das war der letzte Konsonant. Das sind die Semesterferien. Ja, richtig. Gratulation, Eleonore. Für stolze 400 Mark können Sie jetzt einkaufen. Wir gehen in der roten Gewinnpalette. Viel Spaß dabei. Bitte sehr. Danke. Eleonore, was können Sie denn alles gebrauchen von der Palette? Ich nehme das Spiel und das Service. Danke sehr. Danke auch. Das erste Glücksradsemester ging an Sie, Eleonore. Und dafür gibt es diese Preise. Ein Backgammon-Spiel, das professionellem Standard entspricht, im Material und Ausführung. Es hat die Turniergröße, perfekt eingefasste Spielsteine, einen soliden Holzrahmen, dicken Casino-Filz und Bakelitsteine. Der Hersteller ist APF von Rolland, der Preis 120 D-Mark.
Ein 15-teiliges Kaffeeservice von Pfalzkeramik. Gänseglück ist der Name des fröhlichen Services mit handaufgetragenen Motiven des munteren weißen Federvieh nach Zeichnung des fränkischen Malers und Fachbuchautoren Rudolf Lumm. Hochwertige Keramikbestandteile und ein Brand bei 1000 Grad garantieren beste Kanten und spülmaschinenfeste Qualitätsausführung. Das Kaffeeservice Gänseglück von Pfalzkeramik für 265 D-Mark. Eleonore, recht herzlichen Glückwunsch. Danke dir, Holger. Ja, Eleonore ist schon erleichtert, wenn man die erste Runde gewonnen hat. Doch. Wir gönnen uns eine kurze Pause, sind gleich wieder zurück, meine Damen und Herren, zur zweiten Runde. Was bieten wir an in der zweiten Runde? Genau einen Sonderpreis. Bis gleich. Wer wäscht so richtig günstig sauber? Wiese Ultra. Ja, Visier Ultra. Visier Ultra zieht am Schmutz wie ein Magnet. Dabei ist Visier Ultra erstaunlich günstig. Sonnensauber, windfrisch. Visier Ultra. Erstaunlich günstig. Mit dem gelben Teil hinter mir geht es nun weiter, meine Damen und Herren. Und Holger, was können wir denn heute anbieten als Sonderpreis? Sei doch mal so gut. Hinter dir sind 30 gelbe Teile oder so ähnlich jedenfalls. Hier ist unser Sonderpreis. Unser ist mehr als nur ein elektronischer Terminkalender. Die Firma Bethke & Strutz Bremen bietet Ihnen die Möglichkeit, mit dem Toshiba T1200XE und dem Terminplanungsprogramm Testtimer von Time Systems Ihre Termine zu planen. Das Herz dieses Systems ist der Toshiba T1200XE als schneller Notebook-Rechner mit einer Speicherkapazität von 20 MB auf der Festplatte. Dieses Gerät ist jederzeit im Aktenkoffer zu transportieren und durch Akkubetrieb überall einsatzbereit. Der Testtimer ist die elektronische Variante des weltweit bekannten Time Systems. In dieser Verbindung haben Sie Ihr Büro praktisch in der Tasche. Ein Sonderpreis von Bethke & Strutz, den Spezialisten für moderne Bürokommunikation in Bremen im Wert von 7.935 D-Mark. Viel Glück! Da freut man sich doch, in der zweiten Runde zu drehen, und wir haben noch eine Person als Worträtsel. Heinz, Sie dürfen beginnen in der zweiten Runde. Sie haben gehört, welchen herrlichen Sonderpreis wir anbieten in der zweiten Runde. Sie beginnen fürs Erste mit 250. Ein R wie Richard. Ein R hätten Sie gerne. Da haben Sie die Maren zweimal beschäftigt, Heinz. Es geht weiter mit Ihnen, 500 Mark. Haben Sie schon erdreht in der zweiten Runde? Und Heinz, was bringt der nächste Schwung? 500. Ein S wie Siegfried. Ein S hätten Sie gerne. Warum denn nicht? Auch dieses haben wir in diesem Rätsel vorhanden. Einmal an der Zahl. Insgesamt haben Sie 1000 Mark und es geht um eine Person in der zweiten Runde. Sie gehen leider bankrott. Somit ist Ursula an der Reihe wieder. Ursula. Ursula, auch dieses Mal leuchten drei Konsonanten auf. Was können Sie jetzt damit anfangen? 200 Mark. Ursula, haben Sie erdreht. Was setzen Sie ein? Ein N, wie Nordpol. Ein N hätten Sie gerne. Ein geläufiger Konsonant, aber in diesem Rätsel leider nicht vorhanden. Eleonore, 15 Mark haben Sie noch Guthaben. Und Sie können jetzt 300 Mark einsetzen. Ein H wie Heinrich. Ein H wie Heinrich. Glück gehabt, einmal vorhanden. Eleonore, Berufe gestalten Eigennamen. Könnte es sein, und Sie kommen auf den Höchstbetrag in der zweiten Runde, Eleonore. Ein C wie Cäsar. Ein C setzen Sie ein. Das ist sogar zweimal vorhanden, das C. 2315 Mark, Eleonore. Und 350 Mark. Ein K wie Konrad. Ein K hätten Sie gerne. Bitte sehr. Hat die Maren einmal umgedreht, für alle sichtbar gemacht. Und Sie kommen jetzt auf die 400. Ein L wie Ludwig. Ein L hätten Sie gerne. Gut geraten. Jetzt raten Sie ruhig weiter so. Ein E kaufen. Sie kaufen an dieser Stelle. Da ziehen wir 300 Mark ab. Eleonore, das E ist dreimal vorhanden. Was können Sie damit anfangen? Ich möchte bitte lösen. Schon? Wirklich? Ja, ich möchte lösen. Danke. Der Feuerschlucker. Ja. Siehst du mir vielleicht ein Ratefuchs, Eleonore? Da kann ich wirklich nicht dagegen sagen, Eleonore. Sie können jetzt einkaufen für 2765 Mark in der zweiten Grillpalette. Bitte sehr, viel Spaß dabei. Oh. Eleonore, bitte sehr. Ja, ich nehme den Toaster, die Scheintasche, die Kassetten, das Service, den Videorekorder und die HiFi-Anlage. Danke. Dankeschön. Sehr.
Da muss ich jetzt noch meine Streichhölzer aus dem Mund nehmen, ne? Sonst verbrenne ich mir die noch. Eleonore, hier sind ihre Preise. Der Severin-Toaster für die moderne Küche, ausgestattet mit sinnvoller Technik. Die Röstzeitelektronik sorgt für gleichbleibend knusprig goldbraune Toastscheiben. Mit Brötchenaufsatz und Kabelaufwicklung hat dieses Gerät im Dekor Wildblume einen Wert von 70 D-Mark. Die Designlinie Studio Milano der Gebrüder Heberer bietet mit ihrer sportlichen Serie Le Mans hier eine Brieftasche mit Reißverschluss, mit Fächern für zwei Bilder, Ausweis und Führerschein sowie für drei Clubkarten. Die in rein Anilinleder gearbeitete Brieftasche hat ihren Wert nämlich 90 D-Mark. Plus das Nonplusultra der High-End-Metall-Tapes für professionelle Ansprüche. Setz MRX Pro, der technologische Schlusspunkt in Sachen Audio-Tapes. Extrem rauscharm, exakte Wiedergabe aller Frequenzbereiche und ein Dynamikzuwachs von bis zu 9 dB, der dramatisch mehr Dynamik aus jedem Tape-Deck holt. Setz MRX Pro, das Set von 10 90er-Kassetten für 135 D-Mark. Eine gute Wahl, Eleonore, denn nicht nur für festliche Anlässe ist dieses Tafelservice Bayreuth für 6 Personen. Dieses klassische Geschirr von Seltmann Weiden kostet 370 D-Mark. Lenko, das heißt Markenspitzenqualität in Sachen Unterhaltungselektronik, wie bei diesem VCR 9901, ein VHS-Videorekorder mit allem Komfort, wie zum Beispiel 8-Timer-Programm, Kabeltuner mit 40 Programm, On-Screen-Display, Infrarotfernbedienung mit LCD, VHS-Index-Suchsystem, Bildzuglauf mit zwei Geschwindigkeiten, variable Zeitlupe und. Der Lenko VHS-Videorekorder VCR 9901 aus dem SEC-Vertrieb für 900 D-Mark. Klangqualität hat einen neuen Namen, Stereo-CD-System AH-622 mit vollprogrammierbarem CD-Player, Digital-Tuner mit 40 Stationsspeicher, 160 Watt Gesamtmusikleistung aus den 3-Wege-Bass-Reflexboxen, Infrarot-Fernbedienung, Plattenspieler mit Magnetsystem und Doppelkassettendeck mit Auto-Reverse und High-Speed-Dubbing. Dubbing muss das heißen. Das Philips-Klangerlebnis einer HiFi-Anlage im Wert von 1200 D-Mark. Eleonore, recht herzlichen Glückwunsch. Danke dir, Holger. Ja, Eleonore, Sie strahlen über das ganze Gesicht. Sie haben auch allen Grund dazu. Mit dem Vorsatz sind Sie hergekommen, ein Glücksspiel zu gewinnen. Ja, richtig. Da muss ich Sie enttäuschen, das kriegen Sie jetzt leider nicht mehr. Jetzt haben Sie nämlich schon 2 Runden gewonnen. Eleonore, wir sind gleich wieder zurück zur 3. Runde. Wir hören auf 5.000 Mark. Bis gleich. Womit fängt jeder Tag gut an? Mit Kellogg's Cornflakes. Was schmeckt so gut mit Obst und Milch? Na, Kellogg's Cornflakes. Was ist gesund, hat Vitamine? Kellogg's Cornflakes. Was ist nahrhaft, richtig gut? Kellogg's Cornflakes. Frühstück komplett mit Kellogg's Cornflakes. Wir sind bei der letzten Gewinnpalette angelangt und sie hat die Farbe grün, meine Damen und Herren. Und wir bieten 5.000 Mark als Höchstbetrag unseren drei Kandidaten am heutigen Abend an. Und was haben wir denn noch anzubieten? Eine Redewendung. Das ist die Aufgabe der 3. Runde. Beginnen darf die Ursula. Ursula. 5.000 Mark bieten wir an in der 3. Runde. Ursula. Und Sie beginnen das erste mit 400 Mark. Was hätten Sie an? Ein S. Ein S hätten Sie gerne. Bitte sehr. Fängt doch schon gut an für Sie. Das S ist hier viermal vorhanden. Ursula, Sie dürfen weiterdrehen. 1.600 Mark. Und wer wird es werden, der heutige Tagessieger? In dem Moment, wo ich sage, gehen Sie bankrott, Ursula. Somit ist Eleonore wieder an der Reihe. Sie glücklich, jetzt 2 Runden bereits gewonnen. Und wir bieten jetzt 5.000 Mark als Höchstbetrag an und Sie kommen auf die 250. Ein N wie Nordpol, bitte. Ein N hätten Sie gerne. Sind Sie gut damit beraten? Viermal leuchtet es auf und ist auch schon umgedreht worden. Schon wieder die ersten 1.000 Mark für Sie, Eleonore. Und Sie haben Glück, erneut zu kommen auf die 700. Ein R wie Richard, bitte. Ein R setzen Sie ein für dieses Rätsel, für diese Redewendung. Das ist einmal vorhanden. Und es summiert sich ja schon wieder bei Ihnen. 1.700 Mark und für 500 Mark. Ein T wie Theodor, bitte. Ein T wie Theodor. Man hat sich hier einen Scherz erlaubt. Bei diesen 500. Eine Redewendung, Sprachgebrauch, geflügelte Wörter und Sie kommen auf die 800. Ein H wie Heinrich, bitte. Ein H wie Heinrich, bitte sehr. Eleonore, drehen Sie ruhig weiter so und raten Sie ruhig, bleiben Sie auf diesem Weg. 3.000 Mark haben Sie schon. Leider Pech, somit müssen wir es abziehen, somit ist Heinz an der Reihe. Heinz, 5.000 Mark, wo sind Sie? Wo sind Sie geblieben, die 5.000? Wir wollen Sie sehen in der 3. Runde und hier sind Sie. Heinz. Ein F wie Friedrich. Ein F. Haben Sie Glück damit? Einmal sogar. Glatte 5.000 Mark, Heinz. Eine Redewendung. Sie könnten theoretisch schon Tagessieger werden, wenn Sie mir nach diesem Konsonanten das Rätsel lösen. Den Sie jetzt einsetzen. Ein G wie Gustav. Ein G wie Gustav. Wie geht's weiter, Heinz?
Ich möchte kaufen. Ja, bitte sehr. Ein A. Sie kaufen ein A wie Anton. Dann ziehen wir 300 Mark von Ihrem Guthaben ab, Heinz. Ich möchte kaufen ein E. Sie kaufen ein E wie Emil. Marin, da musst du dich strecken. Pass auf bei deinem kurzen Röckchen. 6200. Heinz, wie geht's weiter? Ich möchte kaufen ein I. Ein I wie Ida. Ein I wie Ida. Da ziehen wir wieder 300 Mark ab. Was machen Sie? Ich möchte lösen. Bitte sehr. Sich etwas aus den Fingern saugen. Ja, bitte sehr. Richtig. Heinz, Sie haben die dritte Runde gewonnen. Sie können jetzt einkaufen gehen für 5900 Mark in der dritten Palette. Bitte sehr. Heinz, bitte sehr. Was können Sie denn alles gebrauchen? Ich möchte den Champagner, die Kaffeemaschine, den Mixer, die Kassetten, die Espressomaschine, die Ski, das Bügeleisen, den Staubsauger, den Kopfhörer, das Tape Deck, die Küchenmaschine, das Service, den Heimtrainer, das Fahrrad, den Snowboard und für die Ursula die Uhr. Danke sehr, Heinz. Und aus den Fingern müssen Sie sich die Preise nicht saugen, Heinz. Wir nehmen die einfach von der Palette. Hier kommen Sie. Zum Beispiel die Magnumflasche Champagner von R. Renaudin, importiert von Ferdl in Starnberg für 90 D-Mark. Der Siemens Kaffeemat Aroma Quick mit Schnellbrühsystemen wird von 90 D-Mark. Ein Universalmixer von Krupp als Charlie und sein Wert beträgt 90 D-Mark. Und das 10er-Pack Sony Videokassetten E180V für brillante Aufzeichnung von Elektronikpartner der starken Fachhandelsgruppe für 90 D-Mark. Eine Espressomaschine von Chibo mit ein paar Tassen und Pico Espresso im Wert von 100 D-Mark. Die Revolution unter den Dampfbügelautomaten, der Aquagliss von Tefal mit integriertem Antikalksystem im Wert von 120 D-Mark. Eine Jahresuhr aus echtem Porzellan in Kobaltblau mit Original Swarovski Kristallpendel aus dem Hause Hermle für 200 D-Mark. In Zukunft haben Sie, Heinz, gesündere Raumluft. Dafür sorgt der Mikrofilter in dem AEG-Bodenstaubsauger Vampir 604, der Wert 240 D-Mark. Nur Sie, Heinz, hören Ihr Fernsehprogramm mit dem Sennheiser Stereosender und Empfänger über Kopfhörer drahtlos und so laut Sie wollen, der Preis 370 D-Mark. Klein, aber stark ist diese Küchenmaschine von Bosch, komplett mit reichlich Zubehör für 400 D-Mark. Ein Radiokassettenrekorder mit allem, was eine tragbare Diskothek so braucht, von Elta, der 6940 zum Preis von 400 D-Mark. Und ein Tafelservice von Pfalzkeramik mit handaufgetragenen Motiven, glücklicher Gänse, Spülmaschinenfest für 450 D-Mark. Und von Kettler das Steiggerät Liftmaster im Wert von 500 D-Mark. Das Lastrada Trekkingrad mit 12-Gang Kettenschaltung, gleich ob als Damen- oder Herrenrad, exklusiv bei Kaufring zum Preis von 600 D-Mark. Megafan mit Rossignol, das echte Einsteiger-Aroundboard mit Emery Speedy-Bindung zum Preis von eiskalten 750 D-Mark. Atomic for Sport, alles passt perfekt zusammen, Ski, Bindung, Stöcke und Kopflach-Team, 55, vier Schneller. Atomic for Sport für 1400 D-Mark, Heinz, recht herzlichen Glückwunsch. Danke dir, Holger. Ja, wir kommen nun zur Preisverleihung. In der Kategorie bester Kandidat des heutigen Abends waren nominiert Eleonore, Heinz und Ursula und der Gewinner ist... Heinz mit 5.900 Mark sind unser heutiger Tagessieger. Gratulation. Heinz, wir sehen uns ja nachher nochmal in der Bonusrunde. Da spielen Sie dann um den heutigen Hauptpreis. Aber jetzt geht es erst richtig zur Sache. Wir wollen jetzt nämlich das Superspiel absolvieren. Und da brauchen wir natürlich wieder die Umsätze. Und Eleonore, Sie hatten schon mal 3.150 Mark auf Ihrem Konto. Der Heinz hatte 7.450 Mark. Und die Ursula hatte auch 900 Mark auf dem Konto. Er ergibt eine Gesamtsumme für unser heutiges Superspiel von 11.500 Mark. Meine Damen und Herren, wir sind gleich wieder zurück zur vierten Runde zu unserem heutigen Superspiel. Also bis gleich. Typisch Whiskas-Katzen. Sie angeln sich immer das Beste. Abwechslung spielt eine besondere Rolle. Das Leben ist spannend bis über beide Ohren. Beim Fressen sind sich alle einig. Whiskas, das schmeckt jeden Tag. Katzen würden Whiskas kaufen. Typisch. Alles, was Sie in diesem Tresor sehen, ist Gold wert und um diese Währung geht es auch in dieser Runde. Es geht um funkelndes Gold im Wert von 11.500 D-Mark. Viel Glück im Superspiel. Dankeschön, ihr beiden. Ja, Holger, du hast schon gesagt, wir bieten heute wieder Gold an im Wert von 11.500 Mark. Und was wir noch anbieten, unseren drei Kandidaten, natürlich auch für Sie zu Hause, meine Damen und Herren. Hier sind die fünf Bereiche, bitte sehr. Oben waagrecht Person, unten waagrecht Ereignis, links außen senkrecht Sache, Redewendung und Ort, rechts außen senkrecht. Eleonore, was haben Sie sich denn ausgesucht? Das S wie Siegfried und das T wie Theodor. Ja. Das Heinz. R wie Richard und das N wie Nordpol. Ursula. Das L wie Ludwig und das E wie Emil. Gut.
sind wieder viele geläufige Konsonanten mit bei. Natürlich auch das gern genommene E im heutigen Superspiel. 90 Sekunden kriegen Sie insgesamt von uns Zeit. Drei Buchstaben drehen uns den Maren jetzt noch um. So, ab jetzt gilt's. Eleonore, die ersten 30 Sekunden. Toi, 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 ab jetzt. Tat. Tat. Redewendung tut. Nein. Tüt. Nein. Tät. Nein. Tit. Nein. Tüt auch nicht. Ring bei Sache? Nein. Ursula Heinz, Sie können mithelfen. Los. Die nächsten 30 Sekunden, Heinz. Weiß. Laut bei Sache? Bitte? Laut. Nein. Luft. Luft, ja. Luft. Erste Rätsel ist geknackt. Bei Ereignis Pfingstfest. Pfingstfest, Maren in der Mitte. Waagrecht. Redewendung, verdammt nochmal. Redewendung. Und Reim. Die nächsten und die letzten 30 Sekunden, Ursula. Riff, Ort, Riff. Riff, ja, rechts außen. Nach wie vor läuft die Uhr. Zwei Rätsel gehen noch ab. Person und Redewendung. Es war Kleopatra, die hat so gerne in Eselsmilch gebadet und das aus. War die Redewendung. Ja, hat nicht ausgereicht, die 90 Sekunden. Ich bedanke mich recht herzlich. Ursula, Sie haben wirklich Pech gehabt am heutigen Tag. Aber Sie gehen nicht leer hier aus dem Studio, Sie kriegen ein kleines Andenken von uns. Sie können nämlich wählen zwischen einem Glücksradspiel für Junioren und für Erwachsene. Was hätten Sie denn gerne? Für Erwachsene. Für Erwachsene. Viel Spaß wünsche ich auf jeden Fall dabei. Dankeschön, Eleonore. Jetzt schauen Sie mal den Heinz zu, was er noch anstellt. Er spielt nämlich jetzt um den absoluten Hauptpreis. Heinz, und ihr könnt schon mal ein Auge drauf werfen. Bitte sehr. Wir sind gleich wieder zurück zur fünften Runde. Bis gleich. Nichts entgeht Agfa. Agfa, der Film, der die feinsten Farbtöne und jedes kleinste Detail einfängt. In High Definition Color. Jetzt mit noch schärferen Farben beim neuen Agfa Color 100. Nichts entgeht Agfa. Mars Ice Snack. Entdecken Sie das eiskalte Erlebnis köstlicher Eiscreme mit Karamell und Schokolade. Unverkennbar vom Mars. Cremig, eiskalt und unwiderstehlich. Mars Ice Snack, das eiskalte Erlebnis. Vier aufregende Runden haben wir hinter uns. Eine steht noch bevor, denn dieser steht Heinz aus Starnberg. Danke dir, Holger. Tja, Heinz, ich bin vorher nicht dazugekommen, weil Sie sind ja selbstständiger Elektronikbranchenfachmann. Was beinhaltet das alles? Was machen Sie? Ich bin in der Spezialkabelbranche. Ja. Das sind Spezialkabel, die in der Industrie eingesetzt werden, in der im Computerbereich, im Bereich Roboter, im Bereich Steuerungstechnik. Mhm. Und da habe ich mit diesen Kabeln zu tun. Ja. Sind Sie eigentlich so ein Hobbykoch, Heinz? Ja, bin ich auch. Ja? Ja. Heinz, haben Sie nämlich jetzt das Glück, Sie spielen ja jetzt in der Bonusrunde um den absoluten Hauptpreis. Da könnten Sie ja vielleicht schon mal die Mütze aufsetzen und könnten Sie auch Ihr eigenes Süppchen kochen. Ja. Heinz, Sie spielen nämlich jetzt um diesen herrlichen Hauptpreis. Das ist die heutige Küche. Bitte sehr. Da ist sie schon. Diese komplette Kücheneinrichtung aus dem traditionsreichen Hause Nieburg hat es wirklich in sich. Denn sie ist mit allen Elektrogeräten bekannter Markenfirmen voll ausgestattet. Gleich ob im gemütlichen Landhausstil, in echter Eiche oder heller massiver Fichte oder auch in ästhetisch modernem Weiß. Alles wird millimetergenau in ihren Küchenraum individuell eingepasst. Das ist ein Hauptgewinn, von dem alle Hausmänner und Frauen nur träumen können. Die komplette Nieburg Einbauküche im Design ihrer Wahl zum Gesamtpreis von 20.000 D-Mark, Heinz. Viel Glück! Ja, Heinz, mit allen Raffinessen ist diese Küche ausgestattet. Und was Sie mir beantworten müssen, kommt aus dem Bereich Sache. Wenn Sie das machen, gehört die Küche Ihnen. Sagen Sie mir fünf Konsonanten, ein Vokal bitte.
Ein N, ein R. N wie Nordpol, ja. N wie Nordpol, ja. R wie Richard, ja. S wie Siegfried, mhm. D wie Theodor, H wie Heinrich und E wie Emil. Ja, da wünsche ich Ihnen viel Glück dabei. Es sind wieder geläufige Konsonanten mit bei und Sie haben 5 Treffer damit erreicht mit Ihrer Auswahl. Heinz, ab jetzt gilt es eine Sache. Toi, 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 15 Sekunden ab jetzt. Ursula müsste es wissen. Sie knüpft nämlich diese Sachen, obwohl es nicht fest installiert ist, ist der Teppichboden. Nachdem mit Ursula Teppich geknüpft. Heinz, ich bedanke mich recht herzlich, dass Sie bei uns reingeschaut haben. Kommen Sie gut nach Starnberg, gut nach Hauseweg. Hier kommen auch Ihre beiden Damen heute Abend. Meine Damen und Herren, das war's für heute. Wir würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder bei uns reinschauen. Und eins, Glücksrad und nichts anderes. Tschüss, Servus. Wenn Sie, liebe Zuschauer, sich beim Iglo Glücksrad bewerben wollen, dann schreiben Sie bitte direkt an das Sat1 Glücksrad, Postfach 19-1270 in 1000 Berlin 19 oder wählen Sie Sat1 Text, das Videotextprogramm in Sat1, Seite 350. Damit sind wir mal wieder am Ende einer Glücksrad-Folge angelangt. Übrigens die 594. Folge sogar schon, die wir in ununterbrochener Reihenfolge hier aus Berlin ausstrahlen, von den kleinen Feiertagsverschnaufpausen einmal abgesehen. Ihr Interesse, verehrte Zuschauer, und Ihre Begeisterung sind ungebrochen und deswegen freue ich mich ganz doll auf morgen. Sie auch? Super, bis dann, tschüss.